Hi, I'm Maxim, welcome to Vogue. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, wir probieren heute mal etwas aus, was nur die Reichen und Schönen, die Jungen und Glücklichen und Gesegneten mit schönen Badezimmern, Hollywood-Stars, lebenden Stars können. Oder auch nicht. Ich habe ein Make-up-Tutorial von Vogue von Madison Beer gesehen und dachte mir, Wir sind Bierfans. Eigentlich wäre es mal ganz spannend, die Sachen auszuprobieren, zu schauen, ob das Ganze funktioniert, wie wir als Nicht-TikTok-Stars und Hollywood-Sternchen aussehen. Und das werden wir heute tun. Ich folge also einem Madison Beer Vogue Make-up Tutorial und wir werden schauen, ob die Produkte in meinem Gesicht so gut aussehen oder halt auch nicht wie bei ihr. Ich habe fast alle Produkte auch schon zu Hause gehabt. Die ich nicht habe, habe ich ersetzt mit Alternativen und habe auch geguckt, ob ich euch gleich günstige Alternativen dazu aufzeigen kann. Ansonsten ist das Ganze schon, ich glaube, ihr seht es schon an der Farbe, sehr teuer und sehr hochwertig. I can't. Ich bin gespannt, wie mein Gesicht auf so viel Make-up reagiert, denn das Ganze war schon sehr, sehr viel, fand ich. Sie so, ja, ich benutze keine Foundation, ich benutze nur so ein Skin Tint, aber dann 3 Schichten Blush und 4 Schichten Highlighter. Könnte auch ich sein. Schön, dass ihr heute da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Falls nicht, hoffe ich euch, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufheitern kann. Falls ihr neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Ich sehe, dass es immer noch nicht 30% von euch gemacht haben, Freunde. Und ich weiß nicht, warum. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach auf den Knopf da unten drückt. Dann schaffen wir die 100.000 auch dieses Jahr gemeinsam. Wir beginnen. Ich habe mir hier eine Liste gemacht. Ich meine, es ist 6.34 Uhr. Ich hatte die Videoidee vor 20 Minuten, habe mir alles aufgeschrieben und die Produkte rausgesucht. Und wir beginnen mit einem Moisturizer, also einer Hautpflege. And I really like this moisturizer. It's like whipped and it comes out and it's really cool. Und die habe ich tatsächlich auch da gehabt. Das ist die Lala Retro Whipped Cream. Creme Fütti Rescue and Recover von Drunk Elephant. Ich weiß nicht, ob ihr Drunk Elephant kennt. Das ist eine Skincare-Marke, die ist verhältnismäßig neu in Deutschland oder in Europa. Sehr, 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 sehr teuer, aber auch sehr, sehr gut. Hier sind 6 afrikanische Öle mit drin und wenn man das rausdrückt, dann kommt das wie so eine Blume raus. Und die ist extrem reichhaltig, diese Creme. Also die ist ähnlich wie die Charlotte Tilbury Creme, aber ihr merkt keinen Preisunterschied. Also ich glaube, die ist sogar noch teurer als die von Charlotte. Hat keine Duftstoffe drin. Ich müsste mal ein Drunk Elephant Video machen. Ich habe alle Produkte da, ich habe sie auch lange genug getestet. Die sind schon sehr, sehr gut, aber sind so teuer, ich kann das nicht übers Herz bringen, euch das vorzustellen. Die lassen wir einmal kurz so ein bisschen, fühlt sich sehr gut an. Normalerweise benutze ich diese Creme eher abends, wenn ich wirklich einen schlimmen Tag hatte. Also ich habe die Creme in PR bekommen und es ist mir zu schade, diese Creme zu benutzen, weil sie so teuer ist. Ich glaube, dann könnt ihr verstehen, wie teuer diese Creme ist. Fühlt sich aber sehr gut an, Haut hat so einen leichten Glow und sie hat weitergemacht mit einem Face Mist. Einem Spray. Und sie hat dafür ein Spray von Caudalie benutzt. Das habe ich nicht. Deswegen benutzen wir einfach was anderes, was ungefähr gleichpreisig teuer ist. Und das ist das Airbrush Flawless Setting Spray von Charlotte Tilbury. Das habe ich noch nie benutzt. Also First Impression. Riecht überraschend nicht so stark parfümiert wie die anderen Produkte von Charlotte Tilbury. Ein sehr zarter Spray. Auch der legt sich so ein bisschen wie ein Glow auf die Haut und den lassen wir da jetzt so ein bisschen drauf. Is this La Mer Eye Concentrate Eye Cream? Auch jetzt kommt eine Augencreme. Auch hier benutze ich eine von Charlotte Tilbury. Ihr werdet sehen, einige Marken wiederholen sich so ein bisschen. Das ist die Magic Eye Rescue Creme von Charlotte Tilbury. Die ist sehr, sehr gut. Also die kann ich euch empfehlen. Die ist sehr, sehr gut. Sie hat eine von La Mer benutzt. Freunde, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn man so berühmt ist, so sehr berühmt ist, wie die Leute, die da auf Vogue sind, dann verliert man so ein bisschen den Bezug zur Realität. Und kurze Pause, ich erkläre euch kurz und mache ein bisschen Color Correction drauf, weil ich fühle mich, als hätte ich 3 Monate nicht geschlafen. Man darf halt nicht vergessen, Vogue ist natürlich ein High-End-Magazin, aber das lesen ja nicht nur oder blättern ja nicht nur die Superreichen durch, sondern das blättern auch Leute wie du und ich durch, die nicht mal eben so 125 Euro für eine Augencreme ausgeben wollen und können. So,
Und dann finde ich es so ein bisschen schwierig, nur diese extrem teuren Produkte zu benutzen. Ja, es ist ihre Morgenroutine, aber wisst ihr was? Wenn jemand von euch bei der Vogue arbeitet oder irgendjemand von der Vogue dieses Video guckt, sign me in. Ich mache das Ganze in meinem kleinen 4 Quadratmeter Bad mit Drogerie-Make-up und zeige euch meine Morgenroutine. Das wäre mal authentisch. Dann hat sie weitergemacht mit Soap Brows. Your eyebrows and ich benutze ja kein Soap Brow, sondern ich benutze von Anastasia Beverly Hills das Brow Freeze. Freunde, wirklich, wenn ihr auf Soap Brow steht, das ist das beste Produkt überhaupt. Ich habe es Hattie vor ein paar Tagen geschrieben. Ihr braucht nicht viel. Und damit einfach die Haare in die Form bringen. Und das sieht so, so schön aus. Eigentlich wollte ich, und das war die Inspiration so ein bisschen, ein Video machen, was gerade so ein bisschen viral ging. Das 2016 Make-up versus 2021 Make-up. Also hier full Coverage, ganz viel Puder, ganz viel Concealer, so wie ich. Und hier eher so Fox Eyes und so. Wenn ihr wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann mache ich das auch noch. Sie hat einfach ihre Augenbrauen so ein bisschen in Form gebracht. Sie ist eine wunderschöne Frau. Ja? Also das kann man ja auch ruhig mal sagen. Aber ich liebe diese Augenbrauen. Ich brauche fast nichts anderes mehr außer das hier. Und vielleicht so einen ganz, ganz kleinen Stift, um die Form noch so ein bisschen weiterzubringen. Ich habe hier, seht ihr, beispielsweise diesen Dip, den fülle ich mir am Ende dann meistens immer so ein bisschen auf. Okay, und dann wurde es für mich persönlich ein bisschen kritisch. Sie hat einen Skin Tint benutzt. I actually really like the way it looks. Skin Tint ist eine sehr, sehr leicht deckende Foundation. Ich habe sowas nicht. Also, ich habe sowas nicht. Deswegen benutze ich hier von Yves Rocher die Französisch. Instant Youthful Effect Foundation. Und zwar nur ganz wenig. Und arbeite den auch erstmal. Nee, sie hat es auch mit einem Schwamm gemacht. Und arbeite mir diese Foundation. Das ist eher wie so eine Tagespflege. Hier ins Gesicht. Die Deckkraft ist nicht hoch. Aber das Krasse. Also Madison Beer. Wie alt ist. Alexa, wie alt ist Madison Beer? Madison Beer wurde am 5. März 1999 geboren. Das Mäuschen ist 22 Jahre alt. Heute wird der Tag zur Nacht gemacht. Die braucht nicht viel Foundation und die wird wahrscheinlich und sie hat wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute um sich herum, die sich nur um ihre Haut kümmern. Aber ich persönlich bin ja auch im Moment so ein bisschen auf dem Trichter. Leichte Deckkraft, wenig Foundation, ganz, ganz zart. Seht ihr den Unterschied? Trotzdem glowy, gesund. Das funktioniert nicht immer. Wisst ihr, wie oft ich einen Tag habe, wo ich denke, boah, da hilft jetzt wirklich nur noch Huda Beauty. Und die Foundation ist einmal eingearbeitet. Ich persönlich mag das sehr, 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 sehr gerne. Also, ich könnte jetzt so rausgehen. Bei mir reicht es aber auch meistens schon, dass ich mich wohlfühle, wenn ich so ein bisschen Color Corrector unter die Augen mache und dann mit dem Rest, den ich hier noch am Pinsel habe. So, I didn't really wear any makeup. Full face. I will, because I like doing makeup. Wie der Zufall es so will, habe ich gestern Post bekommen von Nars. Sie haben mir die neue Foundation zugeschickt. Das ist die Soft Matte Complete Foundation. Also falls ihr dazu eine Review wollt, lasst mir gerne einen Kommentar unten in der Kommentarzeile. Ich habe aber zeitgleich auch, als hätte ich es geahnt, den Nars Creamy Radiant Concealer bekommen. Ich habe den noch nie benutzt. Fallt mir bitte jetzt nicht vom Glauben ab. Ja? Ich habe den noch nie benutzt und ich weiß, so, so viele Leute schwören auf den. Deswegen First Impression. Ich benutze den jetzt hier in der Farbe Honey. Fühlt sich tatsächlich sehr cremig an. Ich mag dieses kleine Füßchen persönlich nicht. So. Und dann, erst hat sie so wenig gemacht und dann ist sie so direkt unter den Augen lang. Und hier an der Stirn. Aber das ist jetzt nicht die richtige Farbe dafür. Da ist der heller. Ich glaube, der ist dunkler. Und dann ist sie hier wirklich wie so eine Bekloppte nochmal rüber. Also da bin ich wirklich sehr gespannt, wie der Creamy Concealer ist. Aber sie hat auch extrem helle Under Eyes gehabt. Also das scheint wohl doch noch ein Trend zu sein. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, folgt ihr diesen Hypes von diesen Social Media Stars? Ja? Also ich zeige euch ja auch Sachen, aber ich würde mich jetzt nicht hier als Social Media Star betiteln, sondern einfach als euer bester Freund, der sich hier so ein bisschen mit euch schminkt und ab und zu mal ein bisschen lustig macht. Über sich selbst natürlich. Okay, ich bin beeindruckt vom Concealer. Gefällt mir tatsächlich sehr gut, oder? Was sagt ihr? Very sparingly, because it a little goes a long way. Als nächsten Schritt hat sie von Charlotte Tilbury, da gibt es ja mehrere von diesen, ja, die haben so ein Schwämmchen hier. Den hat sie als Contour-Stick benutzt, den hat sie als Highlighter und als Blush benutzt. Ich habe ihn nur als Highlighter, den benutzen wir gleich. Deswegen wechseln wir zu einem Creme-Produkt von Fenty. Das ist der
Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer in der Farbe Macchiato. Und damit war sie auch echt nicht sparsam, ne? Also sie hat wirklich gut Bronzer, gut Blush benutzt. Vielleicht sollte ich mir den von Charlotte Tilbury mal bestellen. Ich habe gerade Hit the Pan erreicht. Also, ich benutze ihn wirklich oft. Ich finde, jetzt sieht es so ein bisschen verrückt aus. Ich benutze halt nicht so viel Cream Bronzer, aber it's Madison Beer. Und wenn Madison Beer sagt, go for it, girl, dann go for it. Deswegen machen wir weiter mit dem... Ach nee, warte mal. Cream Blush. Sie hat jetzt erst den Blush benutzt, auch von Charlotte. Da habe ich eine günstigere Alternative von euch. Diesen Cheek Heat Blush von Maybelline. Ich liebe die. Vor allen Dingen auf den Lippen, Freunde, ist das... wunderschön. This. I don't care if I had pimples and no concealer, I would use blush no matter what. And und sie hat viel, sehr, sehr viel benutzt. Ich gebe mir jetzt hier mal so ein bisschen was auf meinen Handrücken, arbeite das ein und dann ist sie da einfach wirklich wie von einer Tarantel gestochen, hat sie da Blush aufgetragen. Oh wow, okay, I stand. Wartet mal, ich höre gerade ein Lied, ganz oft. Ist das von ihr? Ja! Irre! Ach, die Madison, die singt auch, die Gute. Ja klar, was kann sie nicht? Freunde, das war noch nicht alles an Blush, ne? Also, das ist ja jetzt nur die erste Schicht. Da kommt noch ein bisschen was. Okay, aber ich liebe diesen Glow. Ich meine, sie hat immer noch kein Puder benutzt. Und I stand. Make that guy as chilled out as possible. Dreimal dürft ihr raten, welches Puder das Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Finish Puder benutzt. Das tue ich auch sehr gerne. Das ist, glaube ich, mein viertes mittlerweile. Sie meinte, sie settet eigentlich nur in ihrer T-Zone und unter ihren Augen. Das ist schon krass, ne? Weil ihr habt halt immer noch diesen Glow von diesen Creme-Produkten. Sie hat das Puder benutzt und dann ist sie zum Bronzer gegangen und hat von Fenty Bronzer. Go Puderbronzer in Private Island benutzt. Auch den habe ich. Allerdings, also ich sehe ja jetzt nicht aus, als bräuchte ich noch ansatzweise Bronzer, oder? Egal. Wenn Madison das sagt, wir gehen jetzt einfach hier so ein bisschen hin. Und jetzt ist ganz wichtig, Freunde, dass wenn ihr eure Base nicht so richtig gesettet habt, ne, also die Bronzer und die Blushes und so, dass ihr nur stempelt. Niemals so machen, weil sonst vermischt sich alles und wird nicht schön. Aber ich finde die Contour persönlich, ich finde eine Contour ein bisschen stark. Deswegen, ich brauche jetzt auch ehrlich gesagt nicht mehr viel davon. Wie gefällt es euch bis jetzt? Ist es euch schon zu viel? Ist es euch, vielleicht folgt ihr ja auch solchen Tutorials. Probiert es. Okay, Freunde, kleine Challenge. Ihr seht das Video ja am Freitagabend. Ihr habt vielleicht am Wochenende ein bisschen mehr Zeit. Macht doch am Wochenende mal die Challenge und folgt diesem Make-up-Tutorial von mir mit Produkten, die ihr habt. Vielleicht habt ihr auch einige zu Hause. Und schickt mir bitte alle ein Foto bei Instagram. Dann ist sie zu den Augen gegangen und hat einen sehr, sehr einfachen, aber sehr spannenden Look gemacht. Und zwar hat sie so ein bisschen diese Fox Eyes gemacht. Dafür hole ich euch ein Stückchen näher ran. Sie hat ihre eigene Palette mit Morphe benutzt. Guess what? Ich habe keine Morphe-Paletten mehr bekommen. Und deswegen benutzen wir jetzt einfach eine hier von der lieben Anastasia. So, the next step is my beloved Morphe Madison Beer Palette. So, I'm gonna go in with a lighter shade and... So, ihr Süßen, ihr seid immer schöner dran. Sie ist als erstes immer in so einen sehr, sehr hellen Ton gegangen und in so einen braunen. Für so einen ganz leichten Touch an Farbe. Also sie hat nicht viel benutzt davon und die Palette ist hier halt extrem pigmentiert. Deswegen gehe ich immer hier in Burnt Orange und Tempera und blende mir das einfach nur so ein bisschen aus. Dafür könnt ihr auch eigentlich einen Bronzer benutzen. Dann ist sie mit einem hellen Lidschatten, hierfür nehme ich jetzt Tempera, hier über ihr bewegliches Lid gegangen. Das habe ich früher immer gemacht, ne? Ein Weiß, einfach nur ein Weiß hier als Cut Crease. Öffnet das Auge aber nochmal so ein bisschen. Wow, sehe ich schon aus wie Madison Beer. Because it has a really bad effect on me. Bier, 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 Bier. Ich werde gleich demonetarisiert hier. Oh, das war ein Reim. Und dann hat sie einen sehr, sehr feinen, seht ihr das? Wie so ein Eyeliner-Brush benutzt und hat damit erstmal ihr Inner Corner gemalt und ist da in ein Braun gegangen. Ich nehme jetzt die Farbe Rustic. Oh Gott, ich brauche einen Spiegel. Ein Fox-Eye gemalt. Ich habe es noch nie gemacht, so. Könnte was werden, ne? Das macht das Auge halt einfach nochmal viel, viel länger. Ich nehme nochmal ein bisschen was Dunkleres. Schaut mal, und das macht gleich einen Unterschied, ne? Ich sehe auch ein bisschen aus wie Bella Hadid, ne? Ein bisschen.
Das ist schon krass, dass sie macht halt ein ganz, ganz anderes Auge, ohne dass es irgendwie zu viel aussieht. Jetzt wird es für mich persönlich ein bisschen schwierig. Jetzt hat sie hinten den Eyeliner gemacht. Aber sie hat gesagt, sie hat geguckt, und wo würden die Wimpern theoretisch weitergehen? Bei mir würden sie nach unten weitergehen, was keinen Sinn macht, weil dann seht ihr aus wie ein trauriger Fuchs. Wow. Sind das Fox-Eyes? Ich glaube, ne? Ich finde, ich sehe halt auch gleich aus wie ein anderer Mensch, ne? Weil das Auge komplett einmal noch so ein bisschen woanders hinzieht. Ich hätte die Augenbrauen wahrscheinlich noch ein Stückchen höher machen müssen, aber es ging ja nicht, weil ich keinen Augenbrauenstift benutzt habe. Aber ansonsten finde ich es gar nicht schlecht. Jetzt kommen wir zum Highlighter-Extrem. And I just do like two little dots. Na, komm, Schätzchen. Es kommt. Hier. Und dann blenden wir das Ganze aus. Ich habe den auch noch nie benutzt. Ist halt so ein Liquid Highlighter, ne? Aber ich persönlich hätte das zum Beispiel gemacht, bevor ich gepudert habe. Weil ich bin ja jetzt so nah hier am Auge. Also das hätte ich vorher gemacht, dann sähe es, glaube ich, noch ein bisschen schöner aus. Ja, aber es sieht nicht schlecht aus, ne? Okay. Oh nein, ich habe was vergessen. Bevor sie die Augen gemacht hat, hat sie einen Blush benutzt. Von Fenty. Moscow Mule. Das ist eher so ein Schimmerblush. Ich habe eine günstige Alternative für euch. Das ist von Rival Loves Me, der On Fleek Baked Blush. Sieht fast genauso aus. Und auch da hat sie sehr, sehr viel benutzt. Das ist einfach wie so ein Highlighter mit Farbe. Und normalerweise würde ich jetzt... Also, sie hat hier noch einen Highlighter benutzt, Freunde. Sie hat noch einen Highlighter benutzt. Das tue ich nicht. Das ist doch jetzt schon völlig übertrieben. Ich mag ja persönlich auch Highlighter, ne? Aber das ist selbst mir persönlich ein bisschen viel. Oh, voll ins Auge. Ja doch, eigentlich ist es schon ganz süß. Jetzt, den Trick fand ich persönlich aber sehr, sehr schön. And I really like to get that Cupid bow. Sie hat die Lippen gemacht. Und dafür hat sie einen Lip Liner benutzt in ihrer Farbe. Ich benutze jetzt hier von Nabla den 04. Hat damit ordentlich übermalt, vor allen Dingen hier unten. Seht ihr das? Also... Da sind mindestens 3 mm mehr. Und dann ist sie nicht mit einem Lippenstift oder so rübergegangen, sondern mit einem Lippenöl. Und auch das tun wir. Dafür benutzen wir von Rival Loves Me aus der neuen Limited Edition. Take care of yourself. Und noch ein bisschen Setting Spray. Sehe ich aus wie Madison Beer? Wie findet ihr es, Freunde? Ich bin mir ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher. Also, ich glaube, hätte ich den Highlighter weggelassen, ne? Diesen Blushed Highlighter, diesen Glow Highlighter... Und dann wäre es richtig, richtig schön gewesen. Ich liebe die Augen, das ist... Aber die Augen, also dieses Fox-Eye-Ding, ich habe es nie verstanden, ich verstehe es. I love it. Was sagt ihr? Ich bin gespannt, ob ihr mich jetzt mit Madison Beer verwechseln würdet. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Das habt ihr in den letzten Videos vergessen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.